Zombie Apocalypse. Hallo YouTube. Na, meine Freunde, wir sind live wieder auf Twitch und es ist wieder Zeit für unsere kleine Alpenfarm im LS19. Und ja, Kevin ist da, die anderen sind auch da, wie der Michel, der Sepp und der Praktikant Elias. Ja, so, moin Jung. Alles gut? Gut geschlafen? Boah, wir müssen uns mal angewöhnen, früher aufzustehen. Ja, hör mal, wir müssen was schaffen. Schaffle, schaffle, Häusle baue, kennst du doch. Glück reden, dass ich dir schon Kaffee gemacht habe. Ah, das ist gut, danke. Tisch gedeckt habe, war schon mit dem Güldner unten, habe geguckt, ob unser Hafer reif ist und das war positiv. Wann bist denn du aufgestanden? Um 7. Oh, warum machst du mich nicht wach? Ja, und? Gibt's ja nicht. Ja, komm, dann ist reif das Feld oder was? Das heißt, wir können loslegen mit Ernten da unten, ja? Gut, dann steht noch an Düngen, habe ich gehört. Ne? Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir fahren mit dem, ich fahre dir den Fendt rüber, aufs Feld. Dann brauchst du nicht über die Straße. Du kommst hin, holst mich ab und wir fahren zum Landhandel und leihen uns da den Drescher aus. Apropos Drescher, wir wollten mal einen kaufen, ne? Mal gucken, ob die ein Angebot für uns jetzt haben. Irgendwas brauchen wir da mal, weil ich habe keine Lust, mir den andauernd bei denen auszuleihen. Genau. Ah, boah, der Kaffee ist aber wieder gut, hast du gut gemacht. Ich, dass ich das gut gemacht habe. Ja, dann ran an den Maloche hier. Letzte macht die Tür zu. Nee. So, ich fahr dann schon mal, ne? Ach, hast du wieder nicht hochgefahren, ne? Ja. Entlastung, natürlich. Oh ja, hier steht was im Weg. Nee, lange steht das nicht da. Andere Seite wusste ich das, aber hier? Habe ich nicht drauf geachtet. So. Was hab ich? Boah, wo du geparkt hast. Ja, hier hinten haben wir eine Straße. Wo bist denn du? Ich fahr einmal über den Hof. Ja, hier, komm. Hier habe ich geparkt. Also, dann lässt du mir den Güldner gleich unten einfach. Ach nee, müsste dich ja eigentlich wieder rüberbringen, ne? Nee, wieso dann? Ich Anhänger unten stehen und fahr das Stroh gleich hoch. Ja, und ich funk dich dann an, hast du recht. Also bremsen hat das Ding auch keine mehr, ne? Ja, wir kaufen einen neuen. Ich muss nachher noch mit der Bankberaterin sprechen. Die muss ich nachher mal anrufen. Ja. Ne? Dinger kennt die auch keine. Hast du schon mal jemals gesehen, dass hier einer in Erlengrad einen Blinker benutzt hat? Da, ich? Ja, außer uns. Und vielleicht der Landhandel. Also ich weiß, dass die Blinker hinten an dem Anhänger von dem Sepp Oberweier mit Siemens Lufthaken angebracht wurden. Boah, okay. Na denn. Ja, das wird lustig, ne? Ja. Na
Guck mal, dann könntest du mir aber nachher vielleicht nochmal eine Tasse Kaffee, also kann eine Kaffee runterbringen. Bei Mann. Hab ich vergessen. Mittag im Blinker, ey. Also immer den alle los, weißt du nie, wo du hinfahren musst. Das sind die Schweizer. Was fährst du denn lang? Ah, okay. Einmal hinten rum, ja? Ja, im Freundezeug quer durch die Stadt. Also ja. Meckern sie wieder alle. Oh, die Dieselschleuder, die Dieselschleuder. Ja, na, lass die Dieselschleuder meckern. Die Meckerfritzen da. Wollen wir hier zum Sepp gleich, oder? Guck mal, wo der Michel ist. Ja, wir wollen dem Sepp ja nicht bei der Arbeit unterbrechen, oder? Hm. Ja, hier ist keiner. Dann müssen wir zum Sepp. Ja, warte, ich rufe den mal an. Warte mal. Was? Dein Telefon, geh mal dran. Hallo. Hallo, Sepp. Ja, grüß dich. Ja, Luis hier. Du, hör mal, ich wollte mal fragen, kann ich mir den Drescher ausleihen? Du musst die 21 bei uns ernten. Jo, ja, kein Problem. Dann nehme ich mit dem mit. Der Kevin, der kommt dann gleich noch mal rum. Ja, okay. Ne? Also dauert ein paar Minütchen, aber ja. Alles klar. Ich kriege euer Tor nicht auf. Jo, danke dir. Ja, wahrscheinlich. Schon komisch. Ah, Sepp? Sepp? Komm doch schon um die Ecke. Ja, so, ich hab's aufgekriegt. Ja, war auf. Ich muss dir nur mal eben deine Seite ein bisschen rucken. Hat ein bisschen gehakt hier. Hier. Abgeschlossen. Nee, alles hat, gut. War hier irgendwie ein bisschen festgekeilt. Hab mal ein bisschen gerüttelt und dann ging's. Ja, ich würde mir. Nee, also ich erstmal nicht. Nachher kommen wir eventuell nochmal runter oder morgen. Mal gucken. Jo, alles klar, ne? Danke dir erstmal. Ja, wir müssen ja ernten. Alles klar, danke dir. Bitte. Gucken wir mal, das Güllefass. Nee, Kalk. Michel? Ja, wieso sind hier eigentlich so viele lästige Autofahrer? Ich bin, dann kann ich Anhänger reinstellen. Na, fange ich hinten an, oder? Ja, ich mache erstmal rundrum. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommst du ja bis nach ganz hier vorne. Ja, rundrum komme ich auf jeden Fall einmal. Blinker gesetzt und da oben die dich einfach an und nicht mal mit einem lächelnden Gesicht. Ja, du weißt doch, wie die sind. Merkst du, wie das ist. Weiß aber nicht, wer es war, ob es der Sepp war oder ob es der Michel war. Oder es war der neue Praktikant. Ja, oder Elias war es, ne? Dein ehemaliger Schulfreund, oder wie war das? Der ist viel zu groß dafür. Ah, okay.
das sieht gut aus. Verdammt gut. An Ertrag? Ja, an Ertrag und auch, was das... Halt, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Moment. Ah, der denn jetzt... Och, nee. Ah, verdammt. Verdammt. Ich muss die Strohablage anmachen. Ja, alles gut, kriegen wir hin. Und so. Strohanlage an. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Ja, da müssen wir mal noch gucken. Kannst du ja mal einen Sepp fragen oder einen Michel. Mach das mal. Ja. Ja, zumindest schon mal für Theorie und Praxis, ne? Dass du schon mal anfängst damit. Und selbst wenn du bis zum Nachbardorf musst und die das da drüben machen, in Felsbrunn, das würde ja auch nichts machen. Die Ape reicht ja bis dato. Tja. Ja, so ist das. Das würde ich auch sagen. Aber das sieht vom Ertrag echt gut aus. Wolltest du nicht oben ernten, düngen? Gut. Das mach ja wohl eher dann ich mit dem. Oder so. Und ich fange dann an zu sehen, oben am Feld und komme dann hier runter. Hört sich gut an. Machen wir so. Doch, ich will aber nicht mit GPS fahren. Ich hab Bock auf ohne GPS. Vor allem, weil du hier so eine schöne Breite hast, wo du auch mal aus dem Fenster gucken kannst und einfach mit der Innenansicht fahren kannst. Das ist schön, weißt du? Anstatt die ganze Zeit rechts, links und hier und verdammt. Und so kannst du mal selber ein bisschen Erfahrung sammeln. Das macht viel mehr Fun. So, was haben wir denn jetzt? 57%.
Bringst du mir gleich mal einen Kaffee mit, wenn du von oben kommst? Danke. Ist das heute eine Kurbelei hier? Ja. Natürlich. Also ich muss sagen, von der Größe her gefällt der Drescher mir. Okay. Aber für unsere Geschichte reicht auch erstmal ein etwas kleinerer. Ja. Wir können ja immer noch einen größeren holen. Ich hatte ja gesehen, der Sepp und der Michel haben unten so einen alten Glas Mega stehen. Echt? Ja. Warte mal, ich habe eine Idee. Den würde ich ja mal zu gerne Probe fahren hier. Warte mal. Oh, ich rufe die beiden mal an. Jo. Hallo. Hallo Sepp. Du, ich habe mal eine Frage. Der mach mal. Kevin hat mir gerade gesagt, ihr habt einen alten Glasdrescher bei euch unten stehen. Ja. Wie sieht's denn mal aus mit einer Runde Probefahren? Weil wir sind ja am Überlegen, uns einen Drescher zu holen. Ne, weil ja, warte mal, ich frag mal gerade Michel, was damit los ist. Bleib mal dran. Ja. Michel? Jo. Mit dem Glasdrescher oder Brenne? Der Alois fragt, ob er den zum Probe haben kann. Was war damit? Habe ich zurückgenommen. Ich habe dem neuen John Deere Drescher verkauft. Also der ist noch nicht durchgeguckt oder so. Der ist so, wie er wie wann gekriegt haben. Also müssen wir den erstmal durchgucken. Können von mir aus auch mitnehmen. Und aus, also testen können sie ja. Laufen tut er ja. Da ist ja nichts. Der ist ja nichts mit. Der ist halt, ich sage ihm das so. Ja. Ist halt nur nicht durchgeguckt oder sauber gemacht oder so. Ja. Der ist halt so, wie er gekommen ist, ne? Ja, dann sage ich ihm, er soll mindestens vorher mal ausblasen. Jo. Ja. Alles klar. Und abschmieren. So, Alois. Ja. Also, du sollst den, kannst den gerne nehmen. Den haben wir in Zahlung genommen. Wir haben den nur noch nicht abgeschmiert und ausgeblasen. Ne? Okay. Weil dann würde ich den mal austauschen jetzt gleich. Ich mache jetzt den hier mal leer. Mach das. Stell euch den auf den Hof. Wo steht denn der? Der steht in der Werkstatt. Komm gleich zum Hof. Ah ja, alles klar.
Bis dann. Okay, dann machen wir das so. Bis dann. Ciao, ciao. Jo. Danke. Bitte. Error. So, Kevin? Hallo? Was denn? Falsch. Ich bin im falschen Raum. Ich bin falsch hier. Wo bin ich denn hier? Falscher Kanal. Error. Hallo? Ja. Ah, da bist du ja. So, ich fahre jetzt mal kurz zur Werkstatt. Von den und? Beiden. Und hol mir mal den Klaas. Ja. Zum Testen. Jo. Das Feld uns gedüngt und macht hier die Ding schon mal breit, die Seemaschine. Heißt mit abdrehen. Ja, alles klar, danke dir. So. Nein! So, meine Lieben, aber das war's auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart am wunderschönen Mittwoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, Donnerstag, 18 Uhr. Die weitere Folge, unsere kleine Farm. Lasst die Daumen da und Kommentare natürlich, wie immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Keuke. Ciao.